Hallöchen. Krieg der Fans. Ja. Der Admin ist aber ein Vollhonk. Oh, das ist mal freundlich ausgedrückt. Der Admin ist das allerletzte. Boah, der muss weg. Dieser Admin. Schade eigentlich, dass ihr so niedrig seid. Schade, dass ihr niedrig am Geist. Schade, dass ihr nicht wirklich tatsächlich an der Welt mitarbeitet, analog miteinander statt gegeneinander. Meiner einer macht jetzt so ein Video, spricht darüber. Ich war lang genug Admin und habe die Administration einiger Sachen geleitet, gemacht und getan. Wisst ihr, ich habe überhaupt gar kein Interesse jetzt für irgendwelche Showstars oder für irgendetwas. Ja? Da ich ja nun mal in dieser Art von Welt arbeite, habe ich auch gestern durch Zufall einige Stars, die da an die Wand genagelt wurden, aus welch einem Grund auch immer. Die Missgunst, das werde ich auch bei anderen Plattformen in einem Video gießen und verbreiten. Die Missgunst ist so stark geworden, dass man doch sich fragen muss, wo kommt das her? Wieso entsteht so eine Art von Missgunst? Wird sich das irgendwann mal legen? Gut, im Leben hat es noch nie irgendwie nur schöne Seiten gegeben. Jeder kann sich daran erinnern, dass er mal eine Zeit lang wunderschöne Sachen in seinem Leben erlebt hat. So, und wenn daran erinnert er sich meistens auch. So, aber von dem superschönen Leben ist nicht allzu viel geblieben, weil das Schlimme doch mehr. Ja, die Missgunst, Denunzianten und so weiter und so fort. Also derjenige, welche, der voller Häme ist, voller Aggression, müssen andere, die liebevoll sind, andere, die sich in der Öffentlichkeit geben, egal wie sie sich geben, ob das die Geißens sind, sag ich jetzt mal, oder der Frank Zander, oder, ja, also Menschen, die ihr an sich alle kennt, weil sie sich der Öffentlichkeit preisgegeben. Ich bin der Nicknackman zum Beispiel, als Musik oder so. So, wir hier, wir die Kleingeister, wir die solche YouTuber sind, wir, die das auch Spaß machen, dass wir hier halt auch schon so dermaßen angegriffen werden, ist auf eine Art natürlich auch wieder ein Laudatio wert, weil wir, die wirklich tatsächlich so geringfügig Stars sind und die waschechten Stars, Cindy Loper oder, ne, oder Stallone oder Arnold Schwarzenegger, die so dermaßen, ja, oder Jean-Claude Van Damme, ja, und hallo, dass die schon so etwas über sich ergehen lassen und extra Moderatoren haben, ja. Also es gibt auch welche, die halt sich wirklich tatsächlich stark aufgeregt haben, weil ihr Name genutzt wird, zum Beispiel bei Telegram, ja. Es gibt wirklich geniale Stars, sogar Nina Hagen Wohlbehagen hat sich aufgeregt, hat ihre Anwälte eingeschaltet, um klarzustellen, dass sie das nicht ist. So, aber auch sie hat es nicht geschafft. Also geht über ihren Namen Nina Hagen Wohlbehagen das fröhlich bei Telegram weiter. Ja? Also, ich sage euch nur, es ist traurig, dass das so ist, aber jeder, der sowas macht, als YouTuber, als begeisterter Telegram, als begeisterter Facebook, WhatsApper, hallo, müssen wir durch. Und diesen Beitrag werde ich auch, wie gesagt, bei Telegram machen. Und ich bin nicht geboren worden auf diesem Planeten, denn wie ich geboren wurde auf diesem Planeten, kannte ich euch gar nicht. Ich kannte euch nicht, weiß gar nicht, wer ihr seid. Und umgekehrt wird es ja wohl genauso gewesen sein. So, jetzt kennt man mich, ist klar, ich habe mich ja geöffnet, sitze vor der Kamera, spreche hinein und ihr könnt da urteilen. Ihr könnt richtig urteilen und ihr könnt richtig ausrasten. Ne? Ja. Die Liebevollen weiß man. Die Liebevollen sind ja auch gemeint. Die sind ja auch vollkommen in Ordnung. Aber die Niedertracht, diese absolute Niedertracht, ist halt hier, da, ne, online.
und sie müssen in die, was weiß ich, sie müssen, ne, ah, Beschwerde, wow, nö, nö, ach, wisst ihr, das da ist für mich nicht wichtig. Ich habe es gerne gemacht, ihr habt dieses Video gesehen, ihr habt mehrere Videos gesehen und ich freue mich auch, wenn er das Plus wegmacht, ich freue mich auch, wenn er mitmacht, ich freue mich auch, wenn er dagegen seid. Das ist mir nämlich irgendwie total egal, weil digital ist er hier. Ne? Digital habt ihr ihn jetzt hier gesehen, der euch da was gesagt, der AWR Movie heißt, weil er so heißt, Sondersender Nordrhein-Westfalen Ultra HD Web TV, weil er das halt angemeldet und das schon seit 40 Jahren betreibt. Punkt. So, was wollt ihr denn dagegen sprechen? So, wenn ich das große Glück habe, gute Leute um mich zu haben, wirklich gute Leute, und mit diesen zu arbeiten, so wie heute Abend, ja, ich habe so oft Dreharbeiten, die ihr leider nicht seht. Ich werde natürlich versuchen, ein TikTok-Video zu machen. Grüße euch, ich komme. Genau, einfach ran da. Ne? Okay.